schaffst du, Baby. Ui. Wenn man weiter in den Süden des Landes kommt, wird die Landschaft immer trostloser. Mit ein wenig Glück findet man allerdings einen kleinen Fluss, wo man dann auch meistens kleinere Oasen hat. Die eignen sich wunderbar, um da abends das Camp aufzuschlagen und im Schatten der Palmen abends noch ein bisschen zu sitzen und die Nacht zu verbringen. Das haben wir auch getan. Nachdem unser Camp aufgebaut war, ist Felix auf einen Berg aufgeklettert, der im Hintergrund war, einfach nochmal, um ein bisschen Energie rauszulassen und die Aussicht zu genießen. Unser Hauptziel in Marokko war natürlich die Sandwüste, die allerdings recht weit im Süden des Landes liegt. Ja, bis man da ankommt, muss man sich auch die Zeit ein wenig anders vertreiben. Leider gehen solche Pisten- und Offroad-Fahrten nicht ganz spurlos an unserem doch schon etwas älteren Auto vorbei. Deshalb haben wir uns entschlossen, in Zagora neue Stoßdämpfer für unser Auto zu besorgen, bevor es richtig in die Wüste geht. In einer Werkstatt wurden wir nicht ganz fündig und haben uns deswegen dazu entschlossen, uns die Stoßdämpfer selbst zu besorgen und selbst zu kaufen. Zu Anfang war es recht schwierig, einen richtigen Laden mit den richtigen Stoßdämpfern zu finden. Aber am späten Nachmittag begegneten wir dann einem netten älteren Mann. Da durfte ich dann sofort hinten auf seine Mofa mit raufspringen und er brachte uns dann zu einem Laden, der passende und richtige Stoßdämpfer hatte. Nach kurzen, aber harten Preisverhandlungen hatten wir endlich neue Stoßdämpfer, die dann gleich auch am nächsten Morgen eingebaut wurden. Ich drück jetzt so rum. Das ging im Prozess. Boah, Magge, was haben die Marokkaner hier geregelt? Ich bin gleich gefühlt komplett nass geschwitzt, bitte. Mutter, reinregen. Und bolzen. Dann machen wir dich erstmal. Die Knarre ist zu lang. Hängt da jetzt fest. Kriegst du da? Oh nein. Scheiße. So, Knarre ist unten. Dann brauche ich eine 14er Schlucke. Das sind aber Gasdruck, oder? Warte mal. Vielleicht haben die uns auch verarscht. Erstmal die Werkstatt aufholen. Guck mal.
Man muss das mit Liebe machen. Ohne Liebe geht's nicht. Ja, wo kommst du denn her? Uns fehlt drüben eine Unterlegscheibe, fällt mir gerade so auf, weil die war drüben nicht. Oder die kommt halt von den alten Dämpfern. Brauchen wir nicht. Wieso brauchen wir die nicht? Mhm. Unterlegscheiben. Hier mache ich sie aber rüber. Hallo! Hallo Sonja! Das sieht voll beschissen aus da oben. Wo ist denn der Schlüssel? Siehst du den Schlüssel eigentlich jetzt auch? Hinter dir. Wo ist hinter mir? Ja, da wo alles liegt hier. Ach da. Wir haben ja auch Ratschenschlüssel, ne? Aber die müssen wir halt aus der Dachbox holen. Ja. Da ist halt echt ein bisschen Wumms drauf. Aber ich war schlau, da liegt jetzt ein Schraubenzieher zwischen. Den du nicht mehr rauskriegst. Nö, wir nicht. Nee, wir sehen richtig asozial und ungepflegt aus. Ja. Und wenn wir aus einer marokkanischen Werkstatt kommen, dann auch noch richtig genervt. Und haben nichts bezahlt. Ja, gut. Aber das heißt, wir sind keine dummen Touris. Ah. Toll, ich hätte mich heute Morgen noch schminken sollen und meine Haare waschen müssen, bevor wir das hier machen. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Am nächsten Morgen ging es für uns früh los Richtung Erkchegaga, wo endlich die ersten großen Sanddünen auf uns gewartet haben. Die Fahrt dauerte ein paar Stunden, aber es war relativ schnell geschafft, da wir es alle kaum erwarten konnten, endlich mit unserem Autos in die Dünen zu fahren. Bevor wir allerdings in die Dünen gefahren sind, haben wir unser Auto erst einmal davor abgestellt, denn wir mussten unbedingt Luft aus den Reifen lassen. Wir haben von 2,6 auf 1 Bar Luft abgelassen. Das ist ganz wichtig, weil dadurch wird die Lauffläche des Reifens größer und man fährt sich nicht so schnell fest im Sand. Ja, und dann konnten wir endlich das tun, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Wir sind mit unserem Auto in die Sanddünen gefahren. Allerdings wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Sandwüste und die Sanddünen vor allem ein echter Materialkiller werden können. Als wir am nächsten Morgen früh losgefahren sind, wussten wir noch nicht, was uns den Tag über erwarten wird. Wir sind jetzt gerade ein bisschen zu schnell über eine Düne bzw. Weichsandpassage gefahren. Jetzt sind unsere Dachträger gebrochen und das Dach etwas eingedellt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir von 4 auf 2 Dachträger reduzieren und unsere Lichter nicht mehr ganz vorne und hinten haben, sondern die Dachbox auf die beiden vorderen und den hinteren Dachträger setzen können. Diese Reparatur war allerdings schnell erledigt und nach ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde ging es dann auch wieder weiter. Es dauerte allerdings nicht lange, bis wir das nächste Problem bei unserem Auto entdeckt hatten. Da unser Auto mit seinem 99 PS nicht wirklich übermotorisiert ist und wir relativ schwer beladen sind, ist der Tiefsand wirklich sehr anstrengend für das Auto gewesen und so kam es dazu, dass unser Motor deutlich überhitzt ist.
gerade mal unser erster etwas größerer kleiner Sandsturm. Also wir sehen im Prinzip gerade nichts. Sehr beschränkt. Ja, und das ist nun unser drittes Problem am heutigen Tag gewesen. Wir haben jetzt gerade mal während der Fahrt unseren Blinker etwas... Aber er funktioniert noch. Ja, ich sag mal verloren, ein bisschen schleifen lassen. Der wird jetzt erstmal mit Gaffer geflickt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das mit euren Freunden teilt.